Hi, in diesem Beitrag geht es um das Werk Spiegel der einfachen Seelen von Margareta Porrette. Das war eine französische Begine und Philosophin, die um 1250 zur Welt kam und im Sommer 310 in Paris bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Damit befinden wir uns wieder im finsteren Mittelalter und vertiefen im Anschluss an den Beitrag über die Gottesbeweise unseren kleinen Theologie-Exkurs. Im Folgenden widmen wir uns drei Fragen, und zwar: Was sind Beginen? Was hat Porrette geschrieben? Und warum wurde sie verbrannt? Beginen und Begadentum waren eine von vielen religiösen Strömungen in der Wende zum 13. Jahrhundert. Diese Bewegung unterteilte sich in Frauen, Beginen, und Männer, Begaden, wobei es von letzteren deutlich weniger gab. Das Beginentum stellte für die Frauen jener Zeit jedoch eine echte Alternative dar, zu einem Leben in Unterdrückung, sei es als zwangsverheiratetes Eheweib oder als Nonne. Die Beginen wohnten allein, verdienten ihren Lebensunterhalt selbst und verpflichteten sich zu Armut und Keuschheit, bloß ohne Bindung zur Kirche und ohne Priester als geistigem Oberhaupt. Diese Frauen brachten eine neue, autonome Lebensweise samt eigener Form der Spiritualität hervor. Dabei ging es unter anderem um die Einmaligkeit und einzigartige Würde einer jeden Seele. Und damit sind wir auch schon beim Thema von Porrettes Philosophie und ihrer Schrift Spiegel der einfachen Seelen. Obwohl es in ihrer Zeit keine Bildungseinrichtungen für Frauen gab, eignete sich Margareta Porrette ein außergewöhnliches Wissen an, insbesondere in der Theologie, also der Lehre von Gott. Ihr Bildungsstand lässt vermuten, dass Porrette aus guten Verhältnissen kam. Trotzdem wählte sie mit ihrem Beitritt zum Beginentum ein Leben in Armut, aber auch in Autonomie, also Selbstbestimmung. Diese Lebensform bildete den geistigen Hintergrund, vor dem Porrettes Spiegel der einfachen Seelen überhaupt erst entstehen konnte. Die Spiegelliteratur ist eine besondere Textgattung aus dem Mittelalter. Das waren Schriften, die ihre jeweilige Zielgruppe erbauen oder belehren sollten, sodass sich die Leser darin spiegeln konnten. Wie sieht's aus? Lebe ich mein Leben richtig? Solche Spiegel gab es etwa für das Fürstentum, für Sünder und Sünderinnen oder eben für einfache Seelen, womit so ziemlich alle angesprochen waren. Porrettes Schrift versteht sich als Hinführung zu einem Leben der Seele aus göttlicher Liebe heraus. Seele und Liebe treten im Buch als Gesprächspartner auf. Denn ähnlich wie Platons Werke, so ist auch Porrettes Spiegel in Dialogform geschrieben. Die Seele als personifizierte Wesenheit soll diese Schrift sogar in Auftrag gegeben haben, was Porrette quasi zu einem Medium macht. Deshalb wird ihre Philosophie auch der Mystik zugeordnet, aufgrund von Porrettes Bemühen um die Erfahrung einer absoluten göttlichen Wirklichkeit. Die Vernunft kommt im Spiegel der einfachen Seelen ebenfalls zu Wort, als Kritikerin und Skeptikerin, die zuweilen verspottet wird. Dabei handelte es sich um die Art von Vernunft, die in der Kirche vorherrschte, die Porrette als Kirche im Kleinen bezeichnete. Der Kirche hat das nicht gefallen. Margareta Porrette wurde der Häresie beschuldigt. Häresie, das kann eine vom Anerkannten abweichende Meinung oder Philosophie sein. Etwas, das im Gegensatz zu den kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht. Toller Vorwurf, oder? Du hast eine andere Meinung und als gerechte Strafe beschließen die Kirchenmänner, dich auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Im vorausgegangenen Prozess hat Porrette sich standhaft gezeigt. Sie verweigerte jede Aussage, den geforderten Widerspruch, den Treueeid und damit die Anerkennung des Tribunals. Sie lehnte sogar die Absolution ihrer Sünden ab, die sie eben nicht als solche empfand. Als Sokrates des Mittelalters lässt sich Porrette damit beschreiben, ähnlich wie der antike Philosoph, der vergleichsweise zivilisiert mit einem Schierlingsbecher, also Gift, hingerichtet wurde, schlug Porrette die Möglichkeit aus, ihrer Strafe zu entgehen. Damit blieb sie ihrem Denken treu. Die Verurteilte sollte schließlich mit ihrem Buch in der Hand in den Feuertod gehen. Porrettes Hinrichtung erinnert an ein weiteres Schicksal in der Philosophiegeschichte, nämlich den Tod von Hypatia. Diese lebte in der Spätantike im heutigen Ägypten. Dort wurde die Mathematikerin und Philosophin um das Jahr 415 von einem christlichen Mob ermordet, zerstückelt und dann verbrannt.
Kurzum, von den wenigen Frauen, die uns in der Philosophie der Antike und des Mittelalters begegnen, war diesen beiden ein brutales Ende beschieden. Mehr über Leben und Werk von Margareta Porrett erfährst du in dem Buch Der Spiegel der einfachen Seelen, Mystik der Freiheit, herausgegeben von Luise Gnädinger. Und über Hypatia gibt es einen großen Historienfilm, Agora, die Säulen des Himmels, mit Rachel Weisz in der Hauptrolle. Das war's von mir. Wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, gerne liken, teilen, kommentieren. Und wenn du diese Inhalte unterstützen möchtest, dann abonnier doch den YouTube-Kanal und schau im Blog vom Bleiben vorbei. Dort findest du diesen Beitrag und viele weitere nochmal in Schriftform. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.